Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar ein Good Game Empire. Wie ihr gerade sehen könnt, ich habe Plus in meiner Burg. Wie ist das? Plus. Denn es gab einen wunderschönen Server-Down und mich hat es leider auch getroffen. Oh, was war das? Bei mir sind auch Truppen abhanden gekommen. Deswegen, ich gehe mal schön wieder raus, habe ich hier jetzt natürlich auch schon einen kleinen Vorspann gemacht, wo ich natürlich auch schon kurz erklärt habe, was am Sonntag passiert ist und was natürlich auch noch Montag passiert ist, wo ein schöner Truppenwechsel, ich nochmal schöne Runde auch im Wald spazieren gegangen bin. Und jetzt, ich lach schon vor, ist das super, werfe ich erstmal ein Auge auf dieses wunderschöne Geschenkpaket hier. Jo, habe ich auch schon mal ein Auge drauf geworfen, auf jeden Fall. Gucken wir auch mal ganz kurz mal rein, was im Forum steht, und zwar im Forum steht halt, okay, steht das Zitat, hallo, wir danken vielmals für eure Geduld und entschuldigen uns für die bisher entstandenen Unannehmlichkeiten und geben euch halt auf jeden Fall Truppen zurück für die 10 bis, ja, könnt ihr alles im Forum noch lesen. Und die Level 70er kriegen dann natürlich 6000 Todesschreck, 30, ne, 300, Entschuldigung, nicht 30.000, 300, ne, gar nicht, oh Mann, fuck. 3000 Dämonenfratzen. Soll ich mal kurz mal die Maus hier mal eben kurz mal bewegen? Ach nee, sieht man glaube ich gar nicht. Raus, rein. Okay, gut. Haben wir weitergemacht. Wir haben was bewegt. 1000 Flammträger, 1000 Kompivotschutzen. 2075.000 Nahrung, 5 Stunden, 100% Bonus fürs Langzeit-Event, 5 Stunden, 75% Bonus für die Samurai-Event. Und 20.000, ne, 200, Alter, ich krieg's nicht mehr, 200.000 Münzen. Dazu wäre jetzt noch zwischen 18 und 22 Uhr, wir haben es gerade 20.07 Uhr. Der Technico ist auch noch da, jetzt kann ich immer wieder schön in meinen Dings da reingehen. Ich nehme auch so wunderschön mit OPS auf, also ich kann alles nebenbei halt anklicken. Und ihr seht einfach nur das Spiel hier, deswegen, wenn ihr manchmal hier nicht seht und ich einfach irgendwas rumposaune, dann liegt es einfach da dran, weil ich gerade das ordentliche Spiel hier, ja, weil ich halt Fenstermodus habe. Und von Fenstermodus, dann sieht ihr halt nur das Spiel. Okay, ich hole jetzt auf jeden Fall das Paket jetzt mal ab. Dadum, dadum, dadum. Jetzt haben wir auch schon den Booster an für 5 Stunden. Und der andere Booster muss auf jeden Fall auch schon gleich an sein. Hier müsst ihr jetzt auf jeden Fall ein gutes Minus drin haben. Ein gutes Minus. Borg, ein gutes, ja, 14 Stunden noch. Ist ja kein Problem. Kann ich ja sogar noch ein bisschen schlafen, je nach. Und der Saisonbooster müsste auf jeden Fall auch an sein. Jo, der ist auch da. Für 5 Stunden. Gut, jetzt haben sie ja im Forum jetzt zum Beispiel jetzt auch noch geschrieben. Ich werde den jetzt übrigens auch gleich nutzen. Also von daher ein bisschen werde ich hier noch erzählen. Weil werde ich auf jeden Fall auch gleich nochmal wieder nutzen. Ja, genau. Und dann werde ich so rufen. Ein Angriffshorn, das rot gefärbt ist. Ein Angriffshorn, das rot gefärbt ist. Hoch links am Bildschirmrand. Das schenk ich dir heute Nacht. Also zumindest hier für die Samurai-Lager, denke ich mal, wenn die ein bisschen laufen. Ist natürlich auch schade, die Fratzen damit anzulaufen, aber hab da nicht gerade anderes bekommen, ne? Na gut, vielleicht nachher kriege ich irgendwo andere Truppen, ziehe ich mir irgendwo her, aber verschiebe ich die auf jeden Fall gleich noch überall hin, hier mal den ganzen schöner PC gleich in der Nähe. Okay, also, was wollten die vom Forum noch machen? Zum Beispiel eine Rollback. Was ist ein Rollback? Jetzt denkt ihr euch natürlich, scheiße, Ecto, ich weiß nicht, was ein Rollback ist. Jetzt denkt euch, hey, ich weiß, was ein Rollback ist, also halt's Maul. Wie ich deinen Kanal gesehen habe, habe ich mir gedacht, was denn das für ein Falsch passt. Okay, also ein Rollback ist halt, dass die Zeit, wo der Serverabsturz war, bezüglich der Server down war,
oder wo halt der Server auf jeden Fall nicht lief, dass und wo die Truppen halt noch da waren, dass das auf jeden Fall geregelt wird und dann halt einfach nur zurückgedreht wird, die Zeit bis zu dem Zeitpunkt, wo halt die Truppen wieder da waren. Würde natürlich auch gehen. Nur ich glaube, es ist bei so einem Live-Server, wie zum Beispiel Good Game Empire, den hat manchmal ein bisschen schwieriger, weil damit einfach zu bedenken dürft, solltet, müsst, könntet, dass zum Beispiel auch die Einnahmen, die in der Zeit halt durchgehen, dann natürlich auch auf Null gesetzt werden. Das bedeutet halt im Endeffekt, irgendein kackt sich da so ungefähr oder findet es immer scheiße halt. Also natürlich, ich hätte mir gerne, auch schon wie beim letzten Mal, da gab es das ja zum Beispiel auch, hätte gesagt, jo, ich hätte auch gerne ein Rollback machen können. Also hätte ich auf jeden Fall gesagt, yay. Jetzt mit der Kiste. Gut, ich glaube, mir fehlen ein paar Truppen halt. Aber deswegen jetzt nochmal wieder ein Ticket zu schreiben, bin ich irgendwie auch ein bisschen faul gerade. Da werde ich da, glaube ich, kein Ticket zu schreiben. Und werde das einfach so halt, upsala. Übrigens, wenn ihr zum Support wollt, müsst ihr einen Rechtsklick machen, dann könnt ihr hier Support drücken. Sieht man das übrigens bei OBS? Nee, sieht man gar nicht, ist ja geil. Kann ich jetzt Rechtsklick machen? Oder sieht man das doch? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe das immer nicht mehr im Scheinwerfer. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall könnt ihr im Spiel halt auch auf Rechtsklick machen, kommt ihr auch gleich direkt zum Support. Was sagt ihr denn dazu? Lasst es mal ein bisschen in den Kommentaren einfach darunter halt rumquatschen halt so. Wie empfindet ihr das denn? Sagt ihr jetzt, ja, gut, ich habe jetzt keine Truppen verloren, von daher ist geil halt. Oder sagt ihr eher so, schon ganz viele Truppen verloren. Ich hätte meine Truppen auch gerne wieder, bezüglich ja die Truppen, die ich ja noch nicht. Übrigens, dafür könnt ihr übrigens dann auch den, wieso ist hier Spiel jetzt gescheitert? Ach, zum Kotzen. Auf jeden Fall könnt ihr da halt auch den, Support für anschreiben. Wenn ihr zum Beispiel sagt, hier die 9000 Fratzen, die ihr insgesamt bekommen habt, die sind zu wenig und ihr hättet jetzt gerne, ich kann in der Mitte angreifen, ist ja geil. Und ihr hättet jetzt gerne mehr halt, dann könnt ihr auch einfach sagen, hier haben wir ganz schön viele Fratzen jetzt. Also könnt ihr den Support anschreiben, könnt sagen, Leute, pass auf, mir sind da noch ein paar mehr abhanden gekommen. Und dann wird der Support, denke ich mal, euch da auch auf jeden Fall auch weiterhelfen. Ich weiß nicht genau, wie schnell die dann jetzt sind. Weil so, dieses Paket ist ja jetzt schon recht fix gewesen mit den Truppen halt. Nur halt, alles andere kann sein, dass die da ein bisschen länger brauchen dann. Weil, da kommt ja nicht nur ein Ticket rein, sondern da kommen, schätzungsweise, wenn ich jetzt mal überlege, dass, nehmen wir einfach mal an, dass zwischen 5.000 bis 10.000 Leute jetzt einfach mal ihre Truppen verloren haben. Nehmen wir einfach mal an, nehme ich einfach mal so ganz grob an, zwischen 5 und 10.000 Leute haben jetzt ihre Truppen verloren. Davon sagen jetzt vielleicht die ersten 5, 6, 7.000. Ich bin damit glücklich, ist okay. So wie ich zum Beispiel sage, kein Problem halt, plus minus 0, vielleicht ein paar hätte ich noch kriegen können, aber ich bin zu faul, mir dafür jetzt ein Ticket zu schreiben. Und der restliche sagt sich dann halt, okay, ich möchte dafür noch ein Ticket schreiben. Je mehr Tickets ihr natürlich schreibt, umso mehr muss halt der Supporter auf jeden Fall machen. Und umso länger dauert es halt auch, bis eure Truppen halt zurückkommen. Von daher sage ich mir dann einfach, hallo, hier fliegt eine Mücke rum. Eine Mücke, die will mich bestimmt stechen. Was soll denn das? Ja. Oh nein, nein! Und auf jeden Fall, das ist halt ein bisschen doof halt dann gelaufen, weil es ja nur ein paar hundert Truppen sind, oder ein paar tausend Truppen, 100. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall, eure Meinung würde ich gerne in den Kommentaren lesen und würde auch gerne mit euch ein bisschen was darüber quatschen. Wie gesagt, wie fandet ihr das? Hat ihr ja gesagt, ich möchte eigentlich eher so, ich hätte mir schon gerne mal gewünscht, den Rollback, weil vielleicht, was weiß ich was, 30, 40, ich habe schon gelesen im Forum. Also im Forum habe ich echt schon viel gelesen. Im Forum. Ich kann nur mal ganz kurz ins Forum gucken. Ihr seht's ja nicht, weil ihr Fenstermodus an habt. Das ist übrigens bei OBS echt geil. Ich habe Fenstermodus an. Und ihr seht einfach nicht, was ich in anderen... Ich könnte jetzt sogar, nebenbei noch einen Schmuddelfilm gucken. Und ihr würdet es einfach nicht sehen. Ihr könnt vielleicht sagen, ey, deine Haare riechen nach Bratfett, aber... Deine Haare riechen wie Bratfett! Mehr könntet ihr auch nicht machen, weil ihr würdet es ja nicht sehen. Ja, aber es gibt auf jeden Fall noch ein paar andere Leute, die auf jeden Fall auch noch geschrieben haben, dass die auch schon mehr verloren haben, als sie bekommen haben. Und dass das natürlich doof ist. Aber zum anderen möchte ich auch nochmal sagen, ich gönne natürlich auch jedem, der jetzt Truppen bekommen hat, auch wenn er keine verloren hat. Weil... schon erwähnt, ist mir vorher auch schon mal irgendwann mal passiert,
Da habe ich keine Truppen verloren, aber trotzdem Truppen bekommen, oder? Ich gönn's auf jeden Fall jeden, weil der Serverausfall, den hatten wir halt nun mal alle. Das dunkle Einhorn. Warnung, das Tragen von einem Superman-Kostüm ermöglicht es nicht zu fliegen. Daher kann ja auch sein, dass es mich beim nächsten Mal wieder mehr Licht trifft und beim übernächsten Mal trifft es mich wieder, weil, naja. Das Leben ist kein Ponyhof, denn ich finde nämlich manchmal Ponys doof. Jetzt wollte ich irgendwie in Forum links oder irgendwas vorlesen, aber ich habe die Stelle nicht gefunden. Nein! Also gut, ich habe jetzt auch nur noch, habe ich schon gerade eben 8 Minuten, glaube ich, gerade schon irgendeine Scheiße gelabert. Ich hätte das, glaube ich, alles auch in 5 Minuten einfach nur reinballern können und sagen, und daraufhin dann auch noch einen Turm angreifen. Ich greife einfach nur einen zweiten an, einfach stumpf mit Fratzen. Hier, da, Fratzen rein. Zack. Und auf Wiedersehen. Jetzt kommen die bestimmt nicht zurück. Und nur die Hälfte. Nur die Hälfte! Gut, den greifen wir auch nochmal mit Nahfratzen an in die Mitte. In die Mitte! Und mit Nahfratzen. Ja, ich glaube, ich bin manchmal ein bisschen verschwenderisch. Aber, ich sage offen und ehrlich, ich bin ein kleiner, fauler Spieler. Faul und flauschig. Und knuffig. So, bin ich jetzt über die 10 Minuten gekommen, hat schon jemand nachgeguckt? Gut, das finde ich super. Also gut, ich bedanke mich ganz herzlich für euch, dass ihr zugeschaut habt. Würde natürlich gerne halt auch eure Meinung in den Kommentaren einfach auch lesen. Was denkt ihr wirklich zu dem ganzen Serverausfall, zu dem ganzen anderen? Und sagt ihr, boah, finde ich super, finde ich toll, so ein Serverausfall. Kann natürlich auch sagen, finde ich voll scheiße, so ein Serverausfall. Ja, würde ich auf jeden Fall alles, oder nein, nicht gerne, doch. Würde ich gerne alles von euch in den Kommentaren einfach mal lesen. Würde ich mal sagen, oh, ich finde das gar nicht okay, oder? Könnte richtig abgehen. Obwohl, wenn ihr mich beleidigt, dann, kann es natürlich sein, dass ich eure Beiträge verschwinden lasse. Denn, ich finde es nicht okay, wenn mich jemand beleidigt auf meinem Kanal halt. Und dagegen darf ich und kann ich ja nur auch gegen vorgehen. Von daher mache ich das so einfach. Außer es ist keine grobe Beleidigung. Aber wenn so richtig harte Beleidigung wie zum Beispiel hat gegen meine Mutter, die im Endeffekt ja nichts kann halt, weil sie gerade nicht da ist und so, dann bin ich schon ein bisschen halt, das finde ich nicht okay. Bei manchen Beleidigungen gegen mich, da habe ich eigentlich kein Problem meistens mit. Aber halt bei Beleidigungen gegen meine Eltern oder so, da bin ich, nicht so gehalten, wie als wenn irgendjemand zu mir sagt, dass ich scheiße bin oder halt mich anhöre, als wäre ich ein 8-Jähriger, 7-Jähriger, 5-Jähriger, 3-Jähriger. Egal halt. Aber von meinen Eltern bezüglich von meiner Familie, da bin ich ein bisschen halt anders drauf. So, jetzt habe ich auf jeden Fall lang genug geredet. Passt auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, sagt der Ecto-Walle. Ciao!